Dieses Museum ist für alle Harry Potter Fans, denn hier gibt es wirklich alles. Direkt am Eingang gibt es das Gleis 9¾, wo man ein cooles Foto an der berühmten Steinwand machen kann. Bevor es dann in die Ausstellung geht, sucht man sich sein Haus in Hogwarts, seinen Lieblingszauberstab und Patronus aus, denn das wird am Ende noch wichtig werden. Außerdem bekommt man diese interaktiven Bändchen für Challenges im Museum und kann ein Foto machen. Wenn das alles steht, geht man rein in die magische Welt, wo uns das Bild der Gryffindor-Dame begrüßt. Hier ist auch der sprechende Hut und es gibt für jedes Hogwarts-Haus einen eigenen Raum, wo man die berühmtesten Requisiten der Häuser sehen kann. Aber je tiefer man reingeht, desto cooler wird es. Wie zum Beispiel die große Halle mit den fliegenden Kerzen oder der Zauberstabraum, wo man seinen eigenen Zauberstab aktivieren kann. Für jede erfolgreich abgeschlossene Challenge bekommt ihr 10 Punkte für das Haus. Bei uns natürlich für Slytherin. Im Raum der Zaubertränke kann man seinen eigenen Viehsaft oder Liebestrank brauen und im Wahrsagerraum kriegt man durch eine Zauberkugel seine Zukunft vorhergesagt. Kennt ihr noch diese legendäre Tasse? Dann mussten wir uns im Raum der dunklen Künste unserer größten Angst stellen. Ich habe hier einer riesigen Spinne Schlittschuhe angezogen.